Hallo, in diesem Video lernst du, schriftlich zu addieren. Damit kannst du auch große Zahlen sehr einfach addieren. Für diese Methode solltest du sicher im Zahlenraum bis 100 rechnen können und die Stellenwerttafel kennen. Wir beginnen mit einem Beispiel an der Stellenwerttafel und erklären dann die allgemeine Vorgehensweise. Als erste Aufgabe addieren wir 108 und 29 schriftlich. Dazu verwenden wir die Stellenwerttafel. Die Zahl 108 hat 8 Einer, die wir als blaue Chips in die Stellenwerttafel legen. Für die Zahl 29 legen wir 9 Chips in die Stellenwerttafel. Die Zahl 108 hat 0 Zehner. Deshalb legen wir nur 2 Zehner-Chips für die Zahl 29 in die Stellenwerttafel. Als letztes folgt ein 100er-Chip für die Zahl 108. Jetzt zählen wir die Chips in jeder Stelle zusammen und fangen mit der Einer-Stelle an. Dazu nehmen wir alle Chips aus der Einer-Stelle und zählen sie. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diese 10 Einer ergeben 1 Zehner. Deshalb verschieben wir sie in die Zehnerstelle. Übrig bleiben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Einer-Chips. Die 10 Einer-Chips tauschen wir jetzt mit einem grünen Zehner-Chip. Als nächstes nehmen wir die Zehner-Chips und zählen sie. Das sind 1, 2, 3. Zwei von oben und einen vom Übertrag. Als letztes zählen wir die Hunderter. Das ist einer. In der Stellenwerttafel können wir jetzt das Ergebnis ablesen. 7 Einer, 3 Zehner, 1 Hunderter. Also ist das Ergebnis 137. Wie berechnet man diese Summe jetzt also schriftlich? Schreibe dazu als erstes die beiden Summanden untereinander. Beachte dabei, dass die Einer-, Zehner- und Hunderter-Stelle direkt untereinander stehen. Ein Plus davor zeigt, dass es sich um eine Summe handelt. Zeichne anstelle des Ist-Gleichzeichens nun einen Strich unter die Zahlen. Addiere jetzt die einzelnen Stellen von rechts nach links. 8 plus 9 ergibt 17. Schreibe also eine 7 in die Einerstelle. Achtung, vergiss nicht, die 1 als Übertrag in die Zehnerstelle zu schreiben. Berechne als nächstes die Zehnerstelle. 0 plus 2 plus 1 gleich 3. Und als letztes die 100er Stelle 1. Das Ergebnis ist also 137.